Moin moin, liebe Leute, willkommen zurück hier bei Manni und Günis Force Imperium zusammen mit dem Manni. Und genau. Und dem Bootsman. Hallo. Und, genau. Hä? Genau. Geht weiter hier, Auftrag. Komm, wir müssen hier die Bäume runterzahnen. Wir waren jetzt ja zu lange weg. Also ich war zu lange weg, Günther. Wisst ihr, was das Problem war? Was? Günther, ich war so krank. Mich hat es komplett ausgefegt, Günther. Bootsmann und ich, wir haben deinen Kühlschrank geleert. Was habt ihr gemacht? Wir haben deinen Kühlschrank leer gegessen. Schön, während ich krank in der Intensivstation lag wegen Männergrippe und hier tagelang am Beatmungsgerät war. Ja, und wir haben uns gedacht, dass da kann ja alles nicht schlecht werden. Bevor das schimmelt, haben wir gesagt, gehen wir mal dahin und essen alles auf. Na gut, aber ein paar Dosen habt ihr mir wenigstens übrig gelassen. Wenn ich gar nichts mehr. Hier, ey, guck mich an, Günther, aus dem Krankenhaus, aus der Intensivstation, in der Arbeitskluft und schon wieder hier stehe ich hier. Ja, du bist jetzt noch ein bisschen blass aus, deine Stimme hört sich auch scheiße an. Ja, geh, was soll ich machen, geh doch lieber ins Bett, komm. Das nützt doch nichts, bevor er wieder schlimmer wird. Brutzman und ich, wir schaffen das schon, ne, Brutzman? Ja. Entschuldigung, Günther, ich will dich nicht anstecken. Warum hustest du mir ins Gesicht, du Ferkel? Ja, weil ich gerade nicht anders ging, ich musste mal. Ich muss euch jetzt was mitteilen. Hä? Du bist schwanger. Ja. Oh mein Gott. Günther hat dich geschwängert. Nein. Oh mein Gott, ich bin einmal nicht da, Günther. Ich wusste schon immer. Damals der Degen hart und jetzt der Bronzi. Du hast AIDS. Nein. Oh, musst du sterben, Alter? Nein. Du hast Hodenkrebs. Nein. Alles. Was ist denn? Erzähl's mir! Ich weiß, was ist. Das Monster hat dir Löcher in den Bauch gefressen und jetzt musst du sterben. Oh nein, auch nicht. Doch, Magenflüssigkeit ist in deinen Darm gelaufen und der hat deinen Darm aufgelöst und jetzt ist dein ganzer unterer der Bauch voll Kacke. Warte nein, mal, kann sowas wirklich passieren? Okay, auch nicht. Aber warte mal, vielleicht sollen wir ihn mal aussetzen. Kann sowas wirklich passieren? Ja. Nein, du lügst. Nein, das ist wirklich schon passiert. Dass der Magen ausläuft in den Darm rein? Pass mal auf, im Magen, kurz Biologie jetzt hier, im Magen ist Magensäure. Ja. So, und wenn ein Loch in den Magen kommt, dann läuft diese Magensäure aus. Und was ist denn direkt am Magen dran? Ja, der Darm, richtig. So, ja. Und der ganze Darm, der liegt da unten zusammengewickelt. Ja. Und dann läuft die Magensäure auf den Darm und dann löst sie den Darm auf und dann tut sich die Kacke in deinen Bauch rein. Das ist gelogen. Das ist, muss man mehr Crazy Anatomy schauen. So, was jetzt? Wenn das nicht stimmt, gibt das Ärger. Natürlich stimmt das, Günther. Wenn dein Darm da sich kaputt geht, dann geht die Kacke in deinen Bauch, Alter. Die geht nicht in meinen Bauch. Wo gehen die dann hin? Weiß ich nicht, die staut sich einfach im Darm. Alter, mal die Fresse jetzt. Wie soll die denn zurück in den Bauch kommen? Ja, die geht, hä? Ja, die liegt doch schon so kurz vorm Ausgang. Wie soll die denn wieder hochtransportieren? Dein Darm liegt im Bauch unten, Junge, du Idiot. Ja, du hast 12 Meter Darm im Körper. Aber läuft doch nicht hoch, die läuft runter. Ja, wo sollen die hinlaufende Beine oder was? Unten müssen die Fußspitzen oder was? Ja, weiß das ist alles hohl oder wie? Weiß ich bei nicht. Bei dir könnte schon einiges hohl sein. Aber jetzt, na, nee. Brunzi, erzähl mal. Okay, Brunzi, du willst jetzt erzählen, dass du Deutsch schöner findest als Fan. Das wusste ich die ganze Zeit schon. Nein, auch nicht. Ich werde zurückgehen, dort wo ich herkomme. Was, in die Slowakei? Oder was im Wald oder was? Gehst du zurück in die Slowakei? Weißrussland, hatte ich gedacht. So, was, ich gehe zurück in die Schweiz, dort ist die Auftragslage wesentlich intensiver, die Entlohnungen besser. Ja. Wie, du willst jetzt verlassen hier auf Hessbrunn? Ja, ihr könnt ja mitkommen, wenn ihr wollt. Jetzt habe ich mal ganz kurz eine Frage. Wie mitkommen? Der kommt aus der Schweiz? Der kommt, ja. Ich dachte, der hätte nur einen Sprachfehler. Nee, ich habe auch was gedacht, der hat eine Hasenscharte, aber hat er gar nicht. Ja, Aufträge gibt es dort genug, die Forstunternehmen sind da gesät. Ich denke, ihr werdet dort oder würdet dort einen guten Tritt fassen, um dort eure Arbeit weiter aufzunehmen. Ein Tritt fassen? Ja. Was? Mann, die tritt mal, ich fass dich. Aber nicht nach oben wegziehen. Ja, also was, du willst jetzt. Du bist du nicht dicht hier? Wir haben ja das, was wir alles aufgebaut haben, die ganze Firma. Und alles, guck mal, Junge, du willst hier gerade Windkraft hier oben hinbauen und alles. Alles von Arsch? Ja, aber in der Schweiz, da lebt es sich halt einfach besser als hier. Ich habe eine Frage. Anders besser. Ich habe eine Frage. Genau, ja. Wie sind denn dort die Schweizer Frauen? Hässlich, hässlich, sag hässlich.
Du musst es selber rausfinden, Günni, da kann ich dir leider nichts. Warte mal ganz kurz. Was ist denn da so der ständige, sag mal, Statistik der Beatzen der Frauen? Das musst du alles selber rausfinden, ich kann dir da nichts erklären dazu. Günther! Also unter C fasse ich da nichts an. Deine hatte Doppel-H, verstehst du? Und wenn die BH aufgemacht hat, dann konnte die mit den Füßen hier so ihre Brüste vor. Dings, was willst du mit noch größeren Beatsen, Alter? Was soll mit den Dingern schon nicht klarkommen? Bist du bescheuert? Die Lisa hatte richtig straffe Dinger. Was? Die Lisa hatte richtig straffe Dinger. Straffe Dinger, das hab ich gesehen. Alter, da konntest du ein Bierglas drauf abstellen, da ist die mit Kellnern gegangen. Das war ja deine Freundin, ein Schritt von deiner Frau, Junge. Achso, ja, die hatte Hängemöpse. So, warte mal ganz kurz, Günther. Komm mal mit, Brunzi. Komm mal an den Traktor, ja. Ey, Brunzi? Ja. Und da, wo du hingehst, gibt's da schon Forstunternehmen? Ja, es gibt eins, so, aber das ist nicht besonders gut aufgestellt in der Stadt. Du meinst, das könnte man richtig durchstarten, so richtig? Ja, es wären gewisse Maschinen wären auch schon vor Ort, weil die sie mal gehabt haben gesagt, ja, die schmeißen die ganze Scheiße hin, die wollen nicht mehr mit dem zu tun haben. So ein Insolvenzbetrieb quasi. Ja, und dann könntet ihr da nicht ins gemachte Nest setzen. Pass auf, das wäre meine Chance, um Günther loszuwerden. Ja, das musst du wissen, dann was überschreibe du mit ihm machst. Dann überschreibe ich den hier die Firma, der hat ja übelst viel Kohle. Lass mal die austeilen, wisst ihr, und überschreibt den die Firma an, nimm die ganze Kohle und komm mit in die Schweiz, Alter. Ja, das würde mich freuen. So, Leute? Günther? Ich komm mit, ich hab gerade gegoogelt. Der Durchschnittsbusen in der Schweiz liegt bei C, ich bin dabei. Günther, ich habe eigentlich eine viel bessere Idee. In der Schweiz, der Brunzi hat mir gerade erzählt, da regnet es den ganzen Tag. Und dann schneit es und dann regnet es und dann schneit es. Und pass auf, du hast auch übelst viel Kohle jetzt gemacht hier. Wie viel Kohle hast denn du, Alter? Wie viel Kohlen hast du hier mit deinem Knobelzeug alles gemacht hier? 1,5 Millionen. Andert, was? Ich hatte mehr, ich habe aber Land gekauft. Unglaublich. Guck mal, ich habe... Ich tu dir für diese 1,5 Millionen... Die gesamte Firma mit allen Geräten überschreiben. Günther, bist du Chef? Hast du jetzt dein eigenes Holzimperium hier? Bist alleiniger Chef, keiner kann dir was machen. Musst aufstehen, nur wenn du willst. Und ich setz mich zur Ruhe. Nö. In der Schweiz. Die Schweizer Frauen haben C. D. C. Ich bin dabei. Ich will in die Schweiz. Ich werde nie los, oder? Ich glaube, wenn das so weitergeht, tue ich irgendwann nach Amerika auswandern. Keine Ahnung. Vielleicht verfolgt er mich dahin ja nicht. So, naja. Ich glaube, der kommt auch mit. Ja, bloß, aber. Ja. Aber, wie wollen wir das jetzt machen? Dann müssen wir hier den ganzen Scheiße, ey. Also hier oben, das ist Feierabend oder was? Ja, das ist eingestellt. Das kennt ihr. Und es geht sofort los? Geht sofort los. Ja, da müssen wir. Was machen wir da jetzt? Was machen wir mit der. Oh, nee, meine. Ich muss nochmal hoch zur Firma. Das ist zu emotional für mich. Ey, da muss ich auch mal kurz hin. Günther. Jetzt säge ich die Bäume ab. Günther. Es ändert nichts daran, dass du. Nee. Es ändert nichts daran, dass du deswegen keine Bäume umsägen wirst. Was sagst du? Der Deutsch schreit so vor Power. Ich verstehe nichts. Halt die Schnauze! Sag das nicht immer zu mir! Warum? Weil das böse ist. Das ist die einzige Sprache, die du verstehst, Alter. Und wehe, du fasst meine Bäumchen an. Die werden dort... Oh, nee, ey. Günther verlässt seine Massebäume. Ich raste aus, ey. Nee, Manni verlässt die Massebäume. Ja, naja, Günther Mensch, macht die jetzt kaputt. Günther macht ja gar nichts kaputt. Ich sag dir, wenn du die noch kaputt machst jetzt, ja, dann nehme ich das als Racheakt. Dann nehme ich das als Racheakt an dem, also von dir an mir, und dann werde ich, Günther, ich schwöre dir, irgendwann wird der Tag kommen, da werde ich dich abziehen. Manni, so ein Arschloch wärst du? Ich habe die Tendenz dazu auf jeden Fall. Geht ja mal gar nicht. Ich sag dir, wenn du dann irgendwo neu bist, dann ziehe ich dich ab. Verstehst du das? Verstehe ich. Ist mir aber egal, ich komm. Da. Auf in die Firma. Oh nee, ey. Die schöne Firma, alles weg. Alles, oh hier, guck doch mal die schöne Landschaft. Wie wär ich's vermissen, hier hochzufahren? Ich nicht.
Die moosbedeckten Scheißsteine hier. Gut, ich meine, es gab ja auch einen Schandfleck in Felsbrunnen. Gab es nicht. Ey, was ist denn da los? Sag mal. Och, nee. Mach mal hier. Mach mich mal wieder original hier. Doch, es gab einen Schandfleck. Herr Brunsmann, Sie wissen es auch. Welcher meinen Sie? Na, gucken Sie doch mal hier drüben. Die Knobelschuppen hier. Schandfleck, wie das aussah. Ganze Dings hat das verunstaltet hier. Da haben früher Bauern, haben da hier früher ihr Gemüse drauf angebaut, Günther. Und ihr Korn und alles. Und das hast du denen genommen und hast einfach alles platt gemacht und hast hier. Korn habe ich auch manchmal angebaut. Und hast du dein scheiß Knobelschuppen hast du da drauf gemacht, ja. Geht auch ab, Runzi, ey, Alter. Komplett außer Kontrolle. Gibt doch gar nicht. So. Hoffentlich muss ich dieses scheiß Schild hier nie mehr sehen, wenn ich so viel mal fahre, ey. Wieder kotzen, ey. So. Gut. So, jetzt noch die ganze Scheiße hier loswerden. Ob ich immer noch mal mein BMW hier nicht aufgeht, ey. Das ist irgendwie, seitdem die Batterie alle ist, geht er nicht mehr auf. Ich habe eine Frankreich-Nummer, sehe ich gerade. So, guck dir das an, ey. Der stattliche Betrieb hier. Der stattliche Betrieb. Gibt's gar nicht. Oh, holla. Günther, du Penner, hör auf damit! Günther, hör auf mit der Scheiße! Die brauchst du doch nicht mehr! Natürlich brauche ich die noch, die sollen weiter wachsen! Günther, ich will die Firma, die verkaufe ich noch, Alter! Hör jetzt auf damit! Okay. Vollidiot. So. Ey, guck doch mal hier, alles, was wir geschaffen haben. Gibt's doch gar nicht. Oh, Alter, hier klingelt einer ständig und geht mir voll auf den Sack, ey. Wer denn? Weiß ich nicht. Nervt mich gerade. So, pass auf, wir werden jetzt hier. Wir backen die Sachen zusammen. Komm, ich hab keinen Bock mehr, wir reisen ab. Komm, Günther. Zach, das Dings hier. So, meine lieben Freunde, ich mach das jetzt. So, das war's erstmal gewesen. Warte! Ja, warte, mach jetzt. Oh, Alter, hört auf. So, also pass auf, vier Leute. Bäume Runter. Gefällt. Vier steht für Lifestyle, ihr Bitches. Wir werden den Felsbrunn verlassen, meine Lieben, und werden umsiedeln. Lasst euch überraschen, wohin, aber es wird heimatnah werden zum Herrn Brunsmann. Da gehen wir nämlich hinterher. Und, ja, wir sind erstmal raus. Lasst das Däumchen da für über 100 Folgen Felsbrunn-Forst mit dem Günther zusammen. Und wir sehen uns, ja, vielleicht 100 Folgen auf einer neuen Map. Mal gucken. In diesem Sinne, wir sind erstmal raus. Vielen Dank. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.